Hey Leute, was macht eigentlich beim Skat am allermeisten Spaß? Du denkst, du bist am Arsch und dann bist du es plötzlich irgendwie doch nicht. Ich hatte am Montag einfach so einen glücklichen Spielverlauf, wo ich mich dann natürlich ein bisschen gefreut habe. Ich dachte in dem Moment, jetzt hast du den Schnabel zu voll genommen, hatte in Mittelhand 18 gerufen und katastrophal gefunden nach Aufnahme. Also diese 12 Karten. Klar, jetzt mache ich ein Pikspiel draus, 5 Trümpfer. Drei Augen in Keller, Herz Dame, Karo Lusche, aber ich habe ja eigentlich gar nichts. Zwei hohle Asse, beide Trumpfvollen fehlen mir, nur fünf Trümpfe und auch die beiden oberen Buben fehlen mir. Ich denke mir so, also den kannst du an sich nur gewinnen, wenn es wirklich sehr, sehr glücklich sitzt. Trumpf 3-3, Herz 2-2, Kreuz, wenn es geht, die 10 vor dir und so weiter und so fort. Dann kann es natürlich funktionieren, aber irgendwie so richtig dran glauben magst du nicht. Jetzt kommt der erste Stich, Herz 7 und ich denke schon, ja fuck, das war's ja wohl, der wird in aller Regel ein Drilling sein oder sogar blank, auch selten, dass der jetzt das Herz 2-2 steht. Erfahrung sagt uns, wir nehmen mal besser raus, sonst ist wahrscheinlich das Herz Ass weg und vielleicht steht hinten ja wenigstens Herz 10 blank oder zumindest dann das Bild. Herz König kommt, immerhin 18 Augen. Jetzt möchte ich natürlich auf keinen Fall in Mittelhand, deswegen spiele ich sogar aus diesen schwachen Trümpfen Herz Buben, um den Spieler in Hinterhand zu animieren, wenn es geht, mal darüber zu hüpfen. Das tut er auch, und zwar mit dem Kreuzbuben von dem anderen Spieler fällt tatsächlich nur Pik 7, also der spielt hier auch einen ganz schön scharfen Skat, dass er noch keinen der Trumpfvollen oder Bild drauflegt, sondern nur die 7. Ja, jetzt brauche ich natürlich einen glücklichen Stich, der kommt auch so einigermaßen, Karo 7, Karo König, das ist natürlich meine Chance, so einigermaßen günstig die Herz Lusche loszuwerden. Und logischerweise kommt jetzt Herz 10 ganz offensichtlich aus dem Drilling. Hinterhand hatte nur den Herz König blank. Jetzt muss ich natürlich meinen nächsten Buben in den Ring schmeißen, meine ganze verbliebene Stärke. Und hier kommt jetzt schon der spielentscheidende Fehler aus Hinterhand, nachdem das Spiel dann tatsächlich einfach so auf Sieg steht. Er sticht unter mit der Pik-Dame. Damit habe ich jetzt 33 Augen und 33 beim Skat ist schon ganz schön viel, vor allen Dingen, wenn man doch so eine Option im Kreuz hat, mit 28 Augen. Ich spiele jetzt also Trumpf raus. Ne, gar nicht, den König, Dame ist auch weg, die Lusche. Und es steht eben wirklich ziemlich extrem die Karte. Das ist eigentlich der ganze Spaß hier an der Sache, dass das gegen so einen Extremstand plötzlich auf Sieg steht. Das Spiel vorhin hatte nicht nur die drei Herz, sondern er hat auch vier Trumpf mit beiden Trumpfvollen. In Hinterhand steht fünfmal Karo mit beiden Karovollen. Der lädt hier alles ab, was er hat. Und ich wusste natürlich in dem Moment noch nicht, dass das Spiel jetzt gewonnen ist, denn ich kann tatsächlich nur gewinnen, wenn jetzt Vorhand auch noch auf Kreuz Dame und 10 steht, Hinterhand darf also wirklich nur die beiden Kreuz Luschen haben und nicht etwa noch Kreuz Dame, denn dann hätte er jetzt hier auf die Herz Lusche das letzte Bild zum Sieg legen können. Aber einmal ist es dann so, wenn es sonst alles dumm stand, dann kommt dir vielleicht am Ende das Glück nochmal zu Pass entgegen und die letzte Karte steht so, wie sie sein muss. Es bleibt hier bei 59. Ich weiß es immer noch nicht übrigens. Kann auch sein, dass hinten ja auf der bestellten 10 sitzt und die einfach in der Hand hält, weil er auch sieht, dass ich keinen Trumpf mehr habe. Ich muss jetzt aber natürlich schnippeln und gewinne das Spiel mit 61. Herzlich gelacht. Und das ist doch manchmal so ein einziges Spiel, was dir so einen Skatabend richtig versüßen kann. Kurze Analyse noch hinten dran, denn natürlich braucht so ein Spiel irgendwo dann einen glücklichen Verlauf, wenn es so schlecht steht. Also Spieler in Hinterhand, ganz solider Spieler an sich, hat aber hier doch die eine oder andere unglückliche Entscheidung getroffen, sage ich mal. Also, dass er mit nur zwei Trumpf den Herz Buben übernimmt, nachvollziehbar. Dass er dann nicht aus Kreuz Doppellusche antreten möchte, sondern aus seiner Fünferzug Karo mit Ass 10 von unten spielt, soweit auch noch okay. Der Unterstich mit Pik Dame, das war hier vielleicht die Schlüsselstelle, wo er das Bild besser geschont hätte und einfach mal Kreuz Lusche legt. Er weiß natürlich noch nicht, dass sein Partner so stark ist und jetzt hier die nächsten vier Stiche macht und er alle Bilder losgeworden wäre. Am Ende fehlt genau diese Trumpf Dame. Aber auch das in dem Moment vielleicht zumindest noch, ja, nachvollziehbar, wenn auch vielleicht nicht die beste Idee.
Aber hier den Spieler in Vorhand, den haben wir bisher noch völlig unbehelligt gelassen. Also 4 Trumpf dagegen, Aufschlag aus der 10 zu dritt, soweit in Ordnung, aber dann kommt im zweiten Stich die erste Trumpfrunde und da legt er auf Herzbube, Kreuzbube mit Pikbube, Ass 10, 7, nur die 7, weil er alle Trumpfstiche machen möchte, weil er diese Stärke in Trumpf behalten möchte. Das ist ihm übrigens auch hervorragend gelungen. Er hat alle Trumpfstiche gemacht, hat diese Augen alle nach Hause bekommen. Aber jetzt fehlt ihm kurz vor Schluss die Rückspielkarte Trumpf 7 und dadurch verbrennt ihm die Kreuz 10 und mein Kreuz König. Das heißt, 14 Augen gehen ihm durch die Lappen dafür, dass er den Trumpfstich mit 4 Augen mehr macht. Mit anderen Worten, 10 Augen verballert. Es ist in dem Fall sicher besser, einfach mal auf den einen Trumpfstich zu verzichten, sprich das Trumpf Ass direkt da rein. Dann wäre am Ende die Rückspielkarte da gewesen und die Kreuz 10 kann den entscheidenden Stich machen.